Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Traude, zum Geburtstag viel Glück. In diesem Jahr soll dein Geburtstag mal richtig gefeiert werden, nachdem er im letzten Jahr ja wegen der Grippewelle ganz untergegangen ist. Alles Liebe. Danke. Ich wünsche dir alles Gute, Traudel. Das ist für dich. Also die Überraschung ist euch wirklich gelungen. Alles Gute, Traudel. Jetzt gehörst du auch schon langsam zum alten Eisen. Ich habe mir gedacht, ich werde heute Abend zur Feier des Tages italienisch kochen. Ich kann heute Abend nicht, ich krieg Besuch. Aber Absagen gilt nicht. Einfach mitbringen. Ja, bitte? Dr. Burgner? Ja? Ihre Geräte werden hier. Oje. Ich habe gedacht, die kommen erst morgen. Ja, also an die Arbeit. Aber Moment mal, ich wollte doch jetzt für euch kochen. Weißt du was? Wir gehen heute Abend lieber zum Angerer. In dem Chaos wird das eh nichts. Weißt du, ich mache heute meine große Tour. Ich muss ja impfen überall. Ja, aber bring nicht wieder so viel zum Essen mit heim. Stell lieber an, stell die Rechnung. Ja, schon gut. Albert, hast du was zu sagen? Hier, also, geh mal. Für die Pulli. Ja. Was machst du noch? Das ist die Konstantin. Der Papa schickt mir das zur Desse abgeben. Hat der Pankratz das bestellt, sag? Der Papa sagt, ein Spanferkel als Honorar, weil er die Rechnung noch immer nicht bezahlt hat. Ich muss in die Schule. Ja. Da, schauen Sie mal eine Kutsche. Den Pankratz Obermeier gibt's immer noch. Das ist seit Urzeiten der Tierarzt hier im Ort. Ich freue mich schon, hier auf Goethes Spuren zu wandeln. Scheint sich aber nicht viel verändert zu haben, seit er hier auf seiner ersten Italienreise durchkam. Doch, wir fahren Auto. Ja, Gott sei Dank. Ja. Ich habe nur wenige Tage Zeit. Ach, mein erster Winterurlaub seit Jahren. Sind Sie schon lange von hier weg? Inklusive Ausbildung 10 Jahre. Kontakt habe ich eigentlich nur noch zur Traude. Wir waren zusammen auf der Schwesternschule. Ja, aber das ist jetzt auch schon wieder 4 Jahre her. Grüß Gott. Herr Konrad, jetzt passt es wirklich ganz schlecht. Ja, wieso? Au! Hallo, Traudel. Christel! Bin ich. Direkt aus Afrika. Was? Du bist schon da? Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Schau her. Ui. Du sag, würdest du was ausmachen, wenn wir unseren Ratschabend auf morgen verlegen? Das Gleiche wollte ich dich auch fragen. Ich habe nämlich unseren Boss mitgebracht. Den Karl-Heinz Böhm? Ja, genau den. Wir waren am Flughafen verabredet. Beinahe hätten wir uns noch verpasst, weil er einen Freund getroffen hat, der aus Indien angekommen ist. Aus Indien? Die Pest. Darf ich vorstellen? Meine Freundin Frau. Grüß Gott. Grüß Gott. Darf ich auch gleich bekannt machen? Das ist die Christel Wild, das Herr Karl-Heinz Böhm, Dr. Burgner. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ich habe Ihre Arbeit und Ihr Engagement immer bewundert. Machen Sie ein paar Tage Urlaub hier? Ja, das auch. Ich habe sehr viel von Ihnen gehört und ich wollte Sie eigentlich einmal konsultieren. Ich habe in der letzten Zeit ein bisschen Rückenprobleme. Oh, tja, dann kommen Sie doch am Nachmittag einmal vorbei. Und heute Abend geben wir ein kleines Geburtstagsessen für unsere Traudel. Da sind Sie natürlich beide herzlich eingeladen. Gratuliere. Danke. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch kommen könnten. Ja, gerne. Ja, weißt du was, Traudel? Du machst jetzt einfach frei. Dann kannst du dich um deine Gäste kümmern. Den Rest, den können wir morgen auch noch auspacken. Das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Na, das habe ich auch nicht gedacht, dass ich da einen Schweinekrumm herbauen muss. Dann gib's halt zurück. Nein, das geht ja nicht. Die Mutter hat ja auch einen Tod gebissen. Ja. Ja. Ich denke sicher, du bist deine Mama. Ja, was ist denn? Ja, komm. Ja.
kriegst ein Flaschen. Noch Freili. So, da, Scheiche, du hast schon Hunger. Komm, nun, 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 nun. Hat schon Namen? Na, magst du das taufen? Nein, nein, gib's mir Namen, das Gericht, ja. Ja, du. Was mit Binky? Binky ist Hausschwein. Habst du auch gewusst, dass Schweine viel intelligenter sind als Hunde? Die Arzt weiß das. Ja. Du, die kann man auch Kunststücke beibringen. Ja, aber ist kein Spielzeug. Ja, ja. Jesus. Ich muss eine Blume für die Traude besorgen. Jesus, Jesus, ich habe ja auch gar kein Geschenk für Sie. Schenke ich halt Binky. Gute Idee. Herr Doktor, Herr Doktor, hoffentlich sind Sie nicht angesteckt. Wo ist denn die Traube? Die ist nicht da. Wahrscheinlich ist die schon angesteckt. Herr Konrad, was stinkt denn da so? Das sind Essenzen gegen den Hauch des Todes. Bitte? Herr Doktor, bitte sagen Sie mir, wenn man angesteckt ist, wie lange dauert es, bis die Pest ausbricht? Bei Lungenpest etwa 24 Stunden und bis zu 2 Wochen bei Bollenpest. Was, in 2 Wochen ist alles vorbei? Ja, warum wollen Sie das wissen? Ja, im Sonnenschein haben wir die Seuche. Schauen Sie, die Traudl und ich, wir werden die ersten Opfer sein. Drüsen sind schon ganz angeschwollen, nicht? Und Sie müssen mir bitte unbedingt etwas verschreiben für einen sanften Tod, wenn es soweit sein wird. Wie kommen Sie denn nur auf sowas? Wir haben einen Besucher, der direkt aus Indien kommt. Der schaut aus, sag ich Ihnen, so. Den Tod in die Augen. Der hat mir auch Kurs. Blödsinn. Die Pestepidemie ist dort schon lang vorbei. Komm, lass uns nicht. Na, Herr Doktor, um Gottes Willen. Sie dürfen nicht angesteckt werden. Sie braucht man noch. Ich gehe jetzt in die Quarantäne. Komm, Binky, komm. Ich schreibe Ihnen erstmal ein Mittel gegen die Schmerzen auf. Aber Sie sollten schon noch einen orthopädischen Facharzt aufsuchen. Gibt es denn in Äthiopien keinen Arzt, der Sie behandeln könnte? Es gibt eine beschränkte Anzahl von Fachärzten in Äthiopien, aber einen Orthopäden habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Sie müssen sich vorstellen, auf einen ausgebildeten Arzt kommen dort etwa 72.000 Patienten. Unvorstellbar. Bei uns ist das Verhältnis 1 zu 360. Ja, und das ist auch der Grund, warum wir uns mit unserer Organisation Menschen für Menschen besonders in der Gesundheitsbetreuung engagieren. Welche Art von Projekten haben Sie denn dort begonnen? Wir haben in 3 verschiedenen Regionen Äthiopiens bisher 23 ambulante Krankenstationen gebaut. Viele davon in sehr unzugänglichen Gebieten. Jede dieser Stationen betreut in einem Jahr bis zu 10.000 Patienten. Aber sehr wichtig ist für uns vor allem auch die medizinische Erziehung der breiten Bevölkerung. Wie stellen Sie das denn an? Wir haben verschiedene mobile medizinische Teams, die in den entferntesten Gegenden Impfprogramme, Familienplanung und Hygieneunterricht durchführen. Und willst du jetzt für immer dort bleiben? Das ist eine Frage, die stellt man sich dort gar nicht. Wenn du die weißen Kinder dort sehen könntest und die katastrophale medizinische Situation. Also ich bewundere dich. Ich glaube, ich könnte es nicht. Was glaubst du, wie oft ich da unten ausflipp? Es ist schwer, so viele Menschen im Elend zu sehen. Und man kann nur so wenigen helfen. Ach, da möchte ich dann am liebsten alles hinschmeißen. Ja, aber du tust es nicht, du hältst durch. Manchmal habe ich schon arges Heimweh. Jetzt haben wir aber genug von mir geredet. Erzähl endlich mal von dir. Ach, ich weiß nicht. Ich würde auch gerne mal was anderes machen. Unglücklich? Na. Aber immer vor meinem Geburtstag bekomme ich solche Anwandlungen. Da denke ich über das Leben nach. Plötzlich ist wieder ein Jahr vergangen und nichts hat sich verändert. Du weißt anscheinend gar nicht, wie schön das ist. Alles ist so friedlich hier. Du hast nette Leute um dich. Naja, auch nicht immer. Hast du Probleme mit dem Doktor? Nein, im Gegenteil. Beim Dr. Burgner und seiner Familie, da könnte ich ewig bleiben. Was ist es dann? Genau das ist das Problem. Alles plätschert so gleichmäßig vor sich hin. Plötzlich ist man alt und das war's dann. Ja, dann musst du dir eine andere Herausforderung suchen. Ja, was Neues. Vielleicht sollte ich noch mal studieren, was meinst? Ja, warum nicht? Das Zeug dazu hast jedenfalls.
Das schwierigste Projekt der letzten 13 Jahre ist die Erweiterung, Renovierung und Neueinrichtung eines Bezirkskrankenhauses mit einem Einzugsgebiet von etwa 300.000 Menschen. Dann werden wir dort 250 statt 85 Betten haben. Ach, interessant. Bitte nehmen Sie doch Platz. Machen Sie eigentlich nur medizinische Projekte? Wir haben bisher 26 Grundschulen gebaut, in 3 agrotechnischen Trainingszentren bilden wir außerdem die junge Generation in moderner Landwirtschaft, Technik und Handwerk aus. Wir geben ihnen, symbolisch gesprochen, die Möglichkeit, den Sprung vom Kamel auf den Traktor unbeschadet zu überstehen. Entschuldigung. Dr. Burgner? Na, Pankratz. Ja, ich glaube schon. Ich werde ihn fragen. Mein Schwiegervater, der Dr. Obermeier, ist der Tierarzt hier am Ort. Er möchte Sie unbedingt kennenlernen. Ja, aber wenn Sie jetzt noch mehr Gäste habt, Sabina, dann kommt doch ein Spanferkel gerade recht, oder? Ach so, beim anderen. Na ja, umso besser, dann bringe ich es dahin. Du, ich muss jetzt Schluss machen. Vierte, gell? Vierte. Grüß dich, Franzi. Grüß euch. Ja, mei, die Christel. Also, du, jetzt hättet die Beine nicht erkannt, Madl. Und die Franzi, unverändert. Grüß dich. Ach, oh mein Gott, ist das süß. Du, das wirst aber nicht braten, oder? Nein, ich doch sowieso nicht. Sowas kann ich doch gar nicht. Nein, ich geb's dem anderen. Der Pankratz hat es nämlich geschenkt gekriegt, weißt. Mei, jetzt hat's ein Lackerl gemacht. Jesus Maria. Oh, oh, oh. Ein Problem für die Landwirtschaft muss ja die Wasserversorgung sein. Wir haben in unseren Projektgebieten insgesamt bislang 613 Wasserstellen mit Handpumpen und Quellfassungen gebaut. Was, so viel? Ja, was das bedeutet, kann man eigentlich erst verstehen, wenn man einmal Frauen gesehen hat, kleine Kinder, kleine Mädchen, ganz alte Frauen, die bis zu 20 Liter schwere Krüge mit verschmutztem Wasser 10 Kilometer weit schleppen müssen. Hygienisch einwandfreies Wasser bedeutet natürlich auch eine Reduzierung der Infektionsgefahren. Das ist ein enormer Fortschritt. Das ist noch nicht alles. Wir haben 110 Getreidemühlen gebaut und, um es nicht zu vergessen, das Kinder- und Jugendheim für über 100 Jugendliche, die ihre Eltern verloren haben. Da arbeitet übrigens auch die Christel. Wir haben Fotos mitgebracht. Wenn Sie Lust haben, können wir die heute Abend zeigen. Das ist eine Baumschule aus unserem agroökologischen Projekt. Das ist ein Wasserbau, eine Wasserstelle. Hier eine Wasserpumpe, wo da fehlt nur noch die Umzäunung. Und das ist aus dem Rinderzuchtprojekt hier. Ja, und das ist Lette Kiros. Dieses Mädchen habe ich durch einen reinen Zufall in dem Krankenhaus in Mettu vor 3,5 Jahren gefunden. Der Krankenhausdirektor, man sieht das ja auch an dem Foto, hat mir gesagt, dass sie vielleicht noch 8 Stunden zu leben hat. Schwerste Unterernährung und Tuberkulose. Und da habe ich ihn gefragt, ob er denn nichts hat, um sie zu behandeln. Er sagt, es sind keine Medikamente da. Und dann hat dann unser Arzt gesagt, er hätte sowohl also die Infusion, um ihr das Leben zu retten, hat ihr das gegeben. Naja, und dann 3 Monate später war sie dann halt wieder ein anderer Mensch und hat jetzt in unserem Kinder- und Jugendheim ein neues Leben. Da ist sie mit meiner Frau. Ich habe einmal den äthiopischen Arzt gefragt, was das Ganze denn gekostet hat. Und hat er so die Aufstellung gemacht von den Medikamenten und so. Und jetzt sind wir auf 110 D-Mark gekommen. So viel kostet ein Menschenleben. Gott sei Dank können wir die meisten der Kleinen wieder aufpippeln. Ja, jetzt verstehe ich dich noch besser. Mein Gott, wir wissen alle wirklich gar nicht, wie gut das wir es haben. Die Kleine ist aufgewacht und weint fürchterlich. Ach, vielleicht ist es doch besser, wenn ich die Kleine nach Hause bringe. Ich glaube nicht, dass sie hier noch mal einschlafen wird. Ja, ich gehe mit der Sabina. Na, schau her, du bist ein richtiger Kavalier, Max. Ich glaube, er hat noch nicht für die Mathe-Klassenarbeit gelernt. Also, auf Wiedersehen. Und noch viel Spaß. Kleiner, guten Abend. Wiedersehen. Tja, wir sollten besser auch gehen, es ist schon spät. Ach, schade, es war so schön.
Franzi, das mit dem Schweinball, das war nicht dein Ernst, gell? Das nimmst bitte schön wieder mit. Nein, nein, das geht jetzt dir. Ich glaube, der Pinky sieht das anders. Neugierig gemacht. Ich würde Sie gerne mal aufsuchen da unten. Ja, sehr, sehr gerne. Ich müsste dir nur sagen, Martin. Thomas. Bitte, Franzi. Und vielen Dank. Es war wirklich ganz hochinteressant. Vielen Dank, Herr Böhm. Wiederschauen. Bitte, Franzi. Bitte, Franzi. Oh mein Gott, jetzt habe ich die Fotos vergessen. Nee. Und ich wollte Ihnen ja noch meine Tourenkarte geben. Ich hole sie gleich. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Gottes Willen, da brennt! Es brennt! Oh mein Gott! Ein Feuer! Oh, um Gottes Willen, es kollabiert! Christel haut normalerweise nichts so schnell um. Aber die Eltern sind bei einem Brand umgekommen. Vielleicht deswegen. Trotzdem, ein so schwerer Kollaps ist ungewöhnlich beim jungen, gesunden Menschen. Da ist noch was anderes. Sie hat anscheinend hohes Fieber. Nimm mir doch gleich mein Blut ab und mach einen Blutausstrich und färb ihn ein. Ich schreibe mir sofort an. Würden Sie das mit der anderen Hand bitte mal halten? Danke. Ich werde Ihnen sicherheitshalber noch eine Tetanusspritze geben, ja? Ach was, das ist doch nicht nötig. Es ist aber besser, wir dürfen kein Risiko eingehen. Danke, Maxi. Wie hat denn das überhaupt passieren können? Weiß nicht. Plötzlich hat es lichterloh brennt. Mhm. Gottlob hat ja die Feuerwehr alles schnell gelöscht. Nicht? Ist im Haus selber nichts passiert. Mhm. Sabina, Sabina, schau mal die Frau Amira an. Ich weiß nicht, ich krieg keine Luft. Was ist denn mit dir? Es ist eine Rauchvergiftung. Ich kann sie hier nicht ausreichend versorgen. Sie muss sofort in die Klinik. Wir müssen uns beeilen. Habe ich mir doch gedacht. Die weißen und roten Blutkörperchen sind stark verringert. Gelblich verfärbt. Was heißt es? Ziemlich sicher Malaria. Und ausgerechnet jetzt, wo sie Urlaub hat. Tja, aber mit den hochwirksamen Medikamenten, die es heute gibt, ist Malaria, Gott sei Dank, meistens kein Drama mehr. Wenn man sie rechtzeitig erkennt, natürlich. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist noch nicht alles. Die Milz ist riesig. Aber das ist doch ein Symptom bei Malaria. Ja. Nicht so ungewöhnlich groß. Ich rufe gleich meinen ehemaligen Kollegen und Experten für Tropenmedizin an. Ja, Franz?
Ja, ich bin's, der Thomas. Burgner, entschuldige bitte den späten Anruf, aber ich habe hier einen akuten Malariafall. Nein, wahrscheinlich Falciparium. Ja, aber die Milz ist ungewöhnlich groß. Und die roten und weißen Blutkörperchen sind stark reduziert. Wie? Ja, mach ich. Ja, gut. Danke für deine Unterstützung. Wiederhören. Es könnte viszerale Leishmaniose sein. Ich bringe die Christel gleich morgen in die Klinik. Wir müssen eine Knochenmarkspunktion machen. Sie brauchen keine Angst zu haben. Sie werden Ihre Lungen durchleuchten und Sie vermutlich 24 Stunden zur Beobachtung da behalten. Ich freue mich. Auf Wiedersehen. Morgen werde ich anrufen, wie es ihr geht. Danke. Mhm. Danke, Frau Doktor. Dankeschön, Frau Doktor. Nichts zu danken. Und wenn sich irgendwelche Atembeschwerden einstellen, dann kommen Sie schnell. Mit einer Rauchvergiftung ist nicht zu spaßen. Dann müssten Sie sofort zur Beobachtung in die Klinik, okay? So. Gut. Ich danke dir, Maxel. Du hast mir sehr geholfen. Grüß euch. Ah, grüß dich. Grüß dich. Und weißt jetzt schon, wie es passiert ist? Ich stehe vor einem Rätsel. Wie geht's denn dein Friede? Das war eine leichte Rauchvergiftung. Morgen kannst du wahrscheinlich eh schon wieder nach Hause. Ja. Dann ist ja Gott sei Dank alles glimpflich verlaufen. Grüß dich schön von mir, gell? Danke. Sag, kann ich dir was helfen, Angra? Na, sehr lieb, ich danke dir. Es kommt nämlich gleich einer von der Versicherung, da muss erst einmal alles so bleiben. Genau. Ich muss wegen einer eventuellen Brandstiftung eruieren. Wer war denn übrigens alles da gestern Abend? Also ich war schon weg. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, dass es da irgendwo zum Brennen angefangen hat. Warum redst du denn jetzt so schnell? Hast du was zum Verbergen? Sag mal, Gil, spinnst du jetzt oder was? Ha? Wolltest du nicht deine Veranda umbauen, Angerer? Du glaubst ja nicht im Ernst, dass ich meine Veranda anzünde, noch so viele Leute da sind. Nimm's doch nicht persönlich. Ich muss in alle Richtungen ermitteln und eins schwöre ich dir, den wahren Täter, den schnappe ich mir. Die Apokalypse. Eine Frau? Ja, haben Sie was gesehen, Herr Konrad? Dann müssen Sie was jetzt sagen. Was genau, wer das Unglück über das Dorf gebracht hat. Aber ich sage kein Wort. Ich schweige. Es ist sowieso alles zu spät. Alles zu spät. Und? Wissen Sie schon was Näheres? Ja, Sie haben punktiert und die Christel bleibt über Nacht in der Klinik. Na und? Wie ist es denn mit deiner Mathearbeit gelaufen? Erzähl mal. Naja, also, du, auf was wird die Christel genau untersucht? Auf eine Tropenkrankheit, die fachärztliche Bezeichnung Kala Azar hat. Oder auch schwarze Krankheit. Und zwar deshalb, weil die Haut im Verlauf der Krankheit allmählich eine dunkle Färbung annimmt. Dunkelgrau. Die Überträger sind kleine Geißeltierchen, die sich in verschiedenen Organen festsetzen. Die Symptome sind in etwa so ähnlich wie bei Malaria. Eine schreckliche Krankheit. Der Kräfteverfall ist unaufhaltsam. Weißt du, die Geißeltierchen zerstören den Körper in kürzester Zeit. Ist es ansteckend? Na, das nun glücklicherweise nicht. Ja, und was ist, wenn der Patient nicht behandelt wird? Unbehandelt ist die Krankheit tödlich. Der Patient lebt dann höchstens noch 3 Jahre. Ja, aber es ist heilbar. Sicher. Aber die Behandlung ist kompliziert und langwierig. Es dauert, bis man Erfolg hat. Oh, ich habe schon so eine Ahnung, wer das sein kann. Ja, bitte? Ah, Franzi. Ja. Ja, ich habe noch einen Schnuller für Pinky. Und ich habe auch eine Idee. Der Maxel bringt ihn zu euch. Ciao. Ist was miteinander? Ich weiß es nicht. Seit Tagen versuche ich vergeblich, sie zu erreichen. Vielleicht ist sie nur weggefahren. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. So was würde sie mir bestimmt erzählt haben. Thank you.
Magst dann auch was essen? Jetzt sagen Sie schon. Was ist es? Tja, also, Christel. Es wurden tatsächlich Erreger der viszeralen Leishmaniosen festgestellt. Ja, es klingt absurd, aber wenn Sie diesen Malaria-Anfall nicht gehabt hätten, wäre das wahrscheinlich nicht ganz so schnell erkannt worden. Ich weiß, was das bedeutet. Ja. Sie müssen zur Behandlung in die Klinik. Am besten nach Großhadern. Aber ich will zurück. Es tut mir leid. Ich habe lang mit dem Facharzt für Truppenmedizin gesprochen. An Afrika ist erstmal nicht zu denken. Sie müssen sich hier auskurieren. Ein paar Wochen in der Klinik und danach noch sehr viel Schonung. Meine Vertretung muss in einer Woche wieder zurück in ihre eigene Station. Was soll denn dann aus den Kindern werden? Der Herr Böhm ist schon auf der Suche nach einem kurzfristigen Ersatz. Den findet ihr nie. Wer kann denn schon so schnell weg? Also der Versicherungsvertreter, gell? Der hat dem Angerer heute gesagt, dass sie zahlen, weil nämlich die Feuerwehr keine Fremdeinwirkung hat feststellen können. Mhm. Gott sei Dank. Dann hat er wenigstens keinen materiellen Schaden. Du Pankratz. Und wenn es vielleicht der Pinky war, der die Heizlampe umgestoßen hat, weil der ist doch dauernd hin und her gerannt. Ich bitte dich, red nicht laut drüber, sonst bist du am Schluss noch haftbar. Für den Schaden als Halter des Tieres. Wieso? Ich hab ihm doch der Traudl geschenkt. Willst du die Traudl unglücklich machen? Nur weil dir so ein depperes Geschenk eingefallen ist? Das ist dem Maxl eingefallen. Aber ist auch wieder recht. Jetzt machen Sie es sich doch nicht noch schwerer, als es schon ist. Wir finden schon jemanden. Sie brauchen alle Ihre Kraft, um jetzt bald wieder gesund zu werden. Ja, aber die Kinder. So, ich habe deine Sachen zusammengepackt. Wie geht's dir denn? Es soll schon gehen. Herr Böhm, was für Qualifikationen braucht man denn so für die Arbeit in Äthiopien? Afrika-Erfahrungen, englische Sprachkenntnisse. Truppenmedizin. Wieso? Wissen Sie jemanden? Ja, mich. Ist das wirklich dein Ernst? Ich würde es gern probieren. Ich hatte damals ja auch wie die Christel Truppenmedizin belegt. Nur habe ich es halt aufgegeben. Mein Englisch ist nicht schlecht und ja, in Afrika war ich auch schon mal 6 Wochen. Glauben Sie, ich könnte es schaffen? Ja, Sie brauchen auf jeden Fall eine Gelbfieberimpfung, Tests im Tropeninstitut, ein äthiopisches Visum, das dauert. Ja, was sagt denn dein Doktor dazu? Der weiß es noch gar nicht. Ich wollte erst wissen, ob sie mich überhaupt nehmen würden. Meinst du, der lässt dich so schnell weg? Ich traue mich kaum, es ihm zu sagen. Aber andererseits denke ich mir, der wird hier sicher besser zurechtkommen als ihr dort unten mit eurer Krankenstation. Na, versuchen wir es halt. Die Ambulanz muss gleich da sein. Ich besuche dich noch mal in München, das verspreche ich dir. Na, und weiterhin gute Besserung, gell? Danke, Herr Doktor. Für die Traudl. Ja, schon. War dieser Nachmittag. Wenn ich dich nicht hätte. Wie geht's denn der Christel? Hat sie einen Schock überwunden? Ja, es geht ihr schon besser. Du, ich gehe jetzt erstmal zum Anger rüber und rede mit dem Karl-Heinz Böhm. Vielleicht fällt uns gemeinsam eine Lösung ein. Ja, es gibt schon eine Lösung. Ja? So schnell? Das ist ja wunderbar. Und was für eine Lösung? Ich werde mit dem Karl-Heinz Böhm nach Äthiopien gehen. Aber ich müsste sofort hier weg, weil ich brauche noch Impfungen und so weiter. Es kommt auf jeden Tag an. Herr Traudl, das kannst du doch nicht machen.
Bitte lassen Sie mich weg. Hast du dir das auch gut überlegt? Ach, überlegen. Damit komme ich in meinem Leben nie weiter. Wenn ich erst anfange zu überlegen, dann treffe ich nie eine Entscheidung. Aber wenn ich etwas wirklich will, aus tiefstem Herzen, dann weiß ich das immer sofort. Und jetzt ist es so? Ja. Den Ärmsten der Armen zu helfen, davon kann ich dich ja wohl schlecht abhalten. Danke! Ich hoffe, dass du das nie bereust. Komm, wir sagen es gleich der Sabina und trinken einen Schluck miteinander. Ja? Weißt du, Traudel, dass du von uns weggehst, finde ich mehr als traurig. Aber dass du dich für Äthiopien entschieden hast, finde ich bewundernswert. Und wann beginnt deine große Reise? Ich muss so schnell wie möglich ins Tropeninstitut und dann wird gepackt. Und sobald die Christel aus der Klinik darf, kann sie in meiner Wohnung bleiben. Also ich muss schon sagen, die Dinge überschlagen sich ja. Ja, aber erst musst du mir noch dein Ablagesystem erklären. Das habe ich doch schon 20 Mal gemacht. Am besten wirst du erklärst es mir. Dir fehlt doch jetzt jemand und was spricht dagegen, dass ich einspringe? Ja, aber Sabina, das würdest du tun? Ja, warum denn nicht? Ach, du rettest mich. Ja, da fällt auch mir ein Stein vom Herzen, weil ein arg schlechtes Gewissen ihm gegenüber habe ich schon. Das musst du nicht. Du wirst ganz andere Probleme zu lösen haben als wir hier. Traudel, wir sind stolz auf dich. Solche Menschen wie dich gibt es selten heute, wo jeder nur noch an sich denkt. Aber eins ist abgemacht, deine Ferien verbringst du bei uns. Freilich. Aber wenn es mir nicht böse sind, würde ich jetzt gern gehen. Ich habe noch so viel zu tun. Warte, ich komm mit. Geh. Das bildest du dir ein. Herrschaftszeiten, wenn ich das sag. Ich habe es doch mit meinen eigenen Augen gesehen. Nein, nein, mein Lieber. Das war schon mehr als bloß ein freundschaftlicher Kuss. Richtig leidenschaftlich haben die sich umarmt. Ich glaub's nicht. Die arme Sabina. Am besten ist du rätst dich drüber, sonst entstehen nur Gerüchte. Tja, wie sollen wir uns denn jetzt verhalten, Pankraz? Was ich gerade gesagt habe, nicht drüber reden. Siehst du's. Ich hab doch immer befürchtet, dass es einmal so kommen wird. Also gut. Morgen in der Früh spreche ich mit dem Thomas von Mann zu Mann. Ja. Und du glaubst, der wird es zugeben? Und selbst wenn. Ihr Manns bitte, ihr haltet's doch eh zusammen. Traudel hat wirklich fantastische Arbeit geleistet, muss ich schon sagen. Tja, man nimmt immer alles für selbstverständlich, bis es zu spät ist. Praxis Dr. Bruckner? Oh, Mama, finalmente. Ma dov'eri? Sono giorni che ti cerco. Ah. Va bene. Ti richiamo, sì. Ist was passiert? Ach, sie will mich ganz schnell sehen. Ihre Stimme klang furchtbar traurig. In der letzten Zeit habe ich mich ja auch viel zu wenig um sie gekümmert. Mach dir keine Vorwürfe. Du rufst auch jeden Tag an. Ja, schon, aber ich habe sie erst einmal besucht, seit Julia geboren wurde. Und sie ist allein, hat kaum noch Freunde und sie kann nicht mal sehen, wie ihr Enkelkind aufwächst. Willst du sie nicht doch überreden, uns mal länger zu besuchen? Oder ganz hierher zu ziehen? Nein, das will sie nicht. Sie möchte nicht von uns abhängig sein. Sie ist doch deine Mutter. Die wird uns sicher nicht zur Last fallen. Schließlich hat sie eine ganz wunderbare Tochter produziert. Ich werde mal versuchen, mit ihr zu reden, aber allzu viel Sinn wird es nicht haben. Fahr auf jeden Fall doch mal hin. Und nimm die Julia mit. Das macht dir bestimmt Freude. Aber ich kann dich doch jetzt in diesem Chaos auf keinen Fall im Stich lassen. Liebling, du musst fahren, das ist jetzt wichtiger. Aber ihr... Wir kommen schon allein zurecht. Schließlich hat ja die Franzi schon öfter bei uns ausgeholfen. Und das bisschen Haushalt. Aha. Nein, im Ernst. Der Maxl wird dazu verdonnert. Es ist ja nur für ein paar Tage. Vielleicht hast du recht. Danke dir. Du bist ein wunderbarer Mann. Also dann,
Werde ich mal meine Koffer packen. Grüß euch. Steri? Ja, es ist ein bisschen ungelegen jetzt. Vielleicht am Nachmittag. Ich muss sowieso mit euch reden. Es wird hier einige Veränderungen geben. Und ich brauche eure Hilfe. Ich verstehe. Bitte euch. Komm, stell nicht so an. Alle Schweine wohnen so. Hier. Ach, das hast du aber wunderschön gebaut, Maxl, ehrlich. Ja, ich weiß. Nur rein wieder nicht. Gib mal her. Ja. Grüß euch. Grüß dich. So, ich glaube, du hast recht gehabt. Oh mein Gott. Was ist denn? Sag mal, Maxl, weißt du, weißt du was von den Problemen daheim? Ah, das mit der Traule. Was ich mir auch geschickt hab. Du hast uns. Vergiss das nicht. Was bist denn so feierlich? Ich wollte Maxl und Julia abholen. Ich fahre nach Italien und nehme die Kleine mit und Wo ist denn Julia? Schlaft im Haus drin. Ach. Franzi, könntest du dem Maxl vielleicht was zu essen machen, dass wir sie lieben? Ja, wir helfen dir. Danke, danke euch. Seid mir nicht böse, aber ich muss mich beeilen. Ich möchte so weit wie möglich kommen, solange es hell ist. Das versteht ihr doch, oder? Komm, Maxl. Ciao. Ist das mit der Nonna? Ja, leider. Ist sie krank? Bleibst du länger? Nein. Ich bleibe nur ein paar Tage. Aber ich muss mich sputen, weil ich mich vorher noch von Traudel verabschieden möchte. Du weißt doch, sie fährt bald. Ich will sie vorher noch mal sehen. Okay, meine kleine Puppe, jetzt fahren wir zu. Eins und zwei. Da wären wir. Stell die Traudel zur Rede. Na, um die Praxis muss ich mir keine Sorgen machen. Die Frau Doktor macht das erst einmal. Ja, ich find's auch super von ihr. Vor allem habe ich da nicht ganz so ein schlechtes Gewissen. Du, es hat geklopft. Na, Christl, ich ruf dich später noch mal an. Ja, keine Sorge, die werden mich schon für tauglich befinden. Für die. Sabina! Brauchen Sie doch Hilfe mit dem Computer? Nein, nein, ich wollte mich nur von dir verabschieden. Ich muss mich um meine Mutter kümmern, sie braucht mich. Ist es was Ernstes? Ist sie krank? Soll ich lieber noch hierbleiben? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ich werde nur für ein paar Tage weg sein. Es wird hier schon irgendwie gehen. Was soll ich sagen? Ich wünsche dir viel Glück und wir werden dich vermissen. Ich werde euch auch sehr vermissen. Ciao. Du musst doch nicht weinen, bist ja bald wieder beim Papi. Jetzt von dir. So, der Lang. Ciao. Pass schön auf dich auf. Und vernachlässige nicht die Schuhe. Ist die Kleine auch gut angeschnallt? Ciao. Ruf an, sobald ihr angekommen seid, ja? So, jetzt. Ach. Das wird zur Männerwirtschaft werden. Du, wie wär's, wenn wir die Traudel zum Abendessen einladen? Du, das ist eine gute Idee. Viel haben wir sowieso nicht mehr von ihr. Soll sie holen, gell? Kannst dich auch nicht angewöhnen, dass sie uns verlässt. Weißt du, ich verstehe dich nicht. Sag, hast du denn überhaupt nicht an die Maxl und die Julia gedacht? Was? Warum denn die? Wie lange geht denn das jetzt eigentlich schon? Ich wollte gerade bei euch vorbeikommen, um euch das Ganze zu erzählen. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Was bist denn so böse mit mir? Alle finden es gut, was ich mache. Sogar der Doktor, und der schließlich am meisten davon betroffen. Das glaube ich. Fahren Sie bitte. Ach so?
Schämst dich, wenn man dir vor andere Leute den Kopf zurechtsetzt, ha? Was ist denn los, Franzi? Ist auch besser, wenn sie fortgeht. Und am besten ist, du lässt dich überhaupt nicht mehr blicken da. Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Zuerst warst du total dafür, für das Menschen für Menschen. Und jetzt, wo die Traudel für die Christel dort einspringt, da... Was sagst du da? Ja, was hast denn du gedacht? Hast einen Obstler für mich. Franzi, der Doktor findet bestimmt jemanden. Und ich werde jetzt dort gebraucht. Mein entschuldige Traudel, gell? Weißt, eigentlich wollte ich dich ja bloß fragen, was du dir zum Abschied wünschst. Jedenfalls kein Schweinderl. Du tragen, die warten auf dich. Und? Bereust du deinen Entschluss? Na. Ich nehme nur Abschied. Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll, so. Ohne dich, ohne meine große Schwester. Jetzt mach's mir nicht so schwer. Alles Gute, Traudl. Alles Gute. Auf Wiedersehen, Traudl. Das ist wahrhaft christlich, was Sie tun. Gottes Segen sei mit Ihnen. Danke, Herr Pfarrer. Da. Eine Uhr. Wasserschlag und Tropenfest. Alles Gute, Merl. Pass auf dich auf, gell? Freilich. Vielen Dank. Du hast Mut. Das imponiert mir. Ja. Ich werde euch alle sehr vermissen. Wir müssen recht viel schreiben. Ja, grüß Gott. Herr Konrad, ja, ohne Sie wäre es natürlich kein richtiger Abschied vom Bergdoktor. Ja, wenn er da einen Tropfenhelm mitbraucht, weil da unten sticht ja die Sonne so und da sind meine Elixiere, die sind gegen diese ansteckenden Krankheiten bei Toten. Da gibt es nicht nur die Malaria, sondern auch das Gelbfieber und die Lepra und sogar die Pest. Wollen Sie nicht mit mir kommen? Gottes Willen, fällt mir da gar nicht ein. Also, ich will ja nicht drängen, aber wenn wir die Christel noch in der Klinik besuchen wollen... Tja, raus mit dir. Raus sie. So, Traudl, jetzt geht's los. Viel Glück in deinem neuen Leben. Du bist ja nicht aus der Welt und wir sind immer für dich da. Für dich. Da, jetzt aber rein. Fertig.